Danke. Ja, also ich bin Reitschuh. Kleine Warnung vorneweg. Ich gebe normalerweise eigentlich nicht so Erfahrungsberichtstalks. Habe ich jetzt auch ein bisschen auch so auf eine Bitte von Michael gemacht, weil der hat mich einfach mal auf dem Kongress angesprochen, so ob ich nicht mal irgendwie über dieses Thema sprechen möchte. Es gibt halt nicht so viele von uns, die jetzt in der Industrie tatsächlich funktionale Programmierung machen. Und einfach so ein bisschen erzählen, wie sich das so anfühlt, was man da für Schwierigkeiten hat und wie allgemein sich das so anfühlt in der Industrie. Ein bisschen was über mich. Ich bin Raichu auf Twitter und Softwareentwickler in einer kleinen Firma in Bielefeld. Ich weiß, ja, die Firma heißt Citation und ich schreibe seit ungefähr 2009 Haskell. Einige Leute vielleicht kennen mich aus dem Idris-Bereich. Ich habe dieses da irgendwann mal so ein JavaScript-Backend für Idris geschrieben. Also wenn ihr da schlechte Erfahrungen mit habt, dann bin ich schuld. Das tut mir leid. Ich bin außerdem Autor von den ein oder anderen Vim-Plugins, auch unter anderem auch halt für Haskell Vim. Schreibt leider mehr Vim-L als gut für mich ist, aber naja. Ja gut, in den letzten knapp 3 Jahren bin ich tatsächlich mehr oder weniger Vollzeitentwickler Haskell. Also den ganzen Tag schreibe ich von morgens bis abends Haskell. Und das finde ich relativ schön und ich möchte so ein bisschen erzählen, wie ich da hingekommen bin, wie das so passiert ist. Und ja, warum ich den Talk auch so der widerspenstigen Zähmung genannt habe, so frei nach Shakespeare, ja, das ist im Grunde eigentlich angelehnt, so ein bisschen wie unsere Industrie heute aussieht. Ich sehe, ich habe, glaube ich, ein bisschen, die Umbrüche sind ein bisschen komisch geworden, aber naja. Ja, ich weiß ja nicht, wie das so mit euch so ist. Ich empfinde selbst, die Softwareindustrie bewegt sich ja so ein bisschen schleppend. Vor allen Dingen in Deutschland. Also eine schöne Anekdote, die ich da habe, ist von einem Kollegen von mir, der bei einer großen magentafarbenen Telekommunikationsfirma, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, mal so die Jobausschreibungen gesehen hat und da war tatsächlich so 50% Java und 50% Cobol. Ihr lacht, C kommt aus der gleichen Ära, so ungefähr, und da lacht keiner. Also wir haben so ein bisschen gelernt, Cobol nicht so schön zu finden. Und naja, aber das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen, man merkt das in unserer Industrie. Da ist so eine Technologie, die ist halt da und die wird uns wahrscheinlich auch alle überleben, egal wie alt wir jetzt hier sind oder jung. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber so sieht es aus. Und überwiegend bei uns in der Industrie werden ja viele, ich habe das jetzt mal extra in Codes gepackt, damit Leute nicht ganz so abgeschreckt sind, unsichere Sprachen. Also so C, C++, Java, PHP und JavaScript, das sind so die Sachen, die in unserer Industrie so ein bisschen Überhand genommen haben, möchte ich sagen. Warum habe ich die jetzt unter dieses Schlagwort unsicher gestellt? Also bei Sachen wie C und C++, unter anderem, wenn man sich das mal so anguckt, Memory Management so per Hand zu machen, ist jetzt nicht unbedingt eine der sichersten Sachen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen neulich wieder ein Exploit gesehen für Linux, wo es ein Double Free, also ein Speicherbereich wurde zweimal freigegeben, weil man das halt händisch machen muss in C. Und das ist halt eine Sicherheitslücke, die war seit knapp 10 Jahren drin, hat man jetzt erst gemerkt. Naja, zumindest die Leute, die jetzt im zivilen Sektor arbeiten. Ich denke mal, so ein paar Three-Letter-Agencies werden das schon vorher gewusst haben. Und wie gesagt, das sind Sachen wie C++. Warum habe ich jetzt Java darunter gepackt? Java ist ja jetzt so eine Sprache, die jetzt so automatisiertes Memory Management macht. Und wenn ich zu einem Java-Entwickler hingehe und sage NPE, dann weiß der sofort, was ich meine, nämlich Null Pointer Exception. Also das sind auch so Dinge, man hat dann halt so diese tolle, schöne Enterprise-Java-Entwicklung, Applikation, da klickt man dann drauf und das Erste, was man sieht, ist dann so ein großer Stack Trace, der dann auch nicht unbedingt schön ist. Also das sind auch so Bugs, die ich nicht sehen möchte und ich eigentlich auch in meinem Job, meinem Tagesjob eigentlich auch nicht mehr sehe. Das sind auch so Probleme, mit denen ich mich glücklicherweise nicht mehr rumschlagen muss. Ich glaube, zu PHP und JavaScript muss ich nicht großartig viel sagen. JavaScript ist halt eine von diesen Sprachen, wo selbst der Entwickler, also der Chef dahinter sagt, ja, das musste ich halt so in 2 Wochen zusammenschieben und es war auch nie für große Applikationen gedacht. Hat sich die Industrie halt gedacht, nö, sehen wir gar nicht ein. Wir schreiben da jetzt ganz, ganz, ganz große Web-Frameworks und ganz große Web-Applikationen drin und ja, das funktioniert auch alles total gut. Naja, und ja, wir haben so ein bisschen, funktionale Programmierung hat so ein bisschen das Problem, wir haben ein schlechtes Image. Wir gelten so ein bisschen so als FP, ist so ein bisschen unpraktikabel und akademisch, hört man oft. Habe ich auch bei mir, als ich bei uns in die Firma reingekommen bin und angefangen habe, so,
hey, funktionale Programmierung, dann wird man so ein bisschen mitleidig angeguckt. So, ach, ein Akademiker, schön. Obwohl ich eigentlich überhaupt nichts mit der Universität zu tun habe. Aber naja, ich finde auch ein bisschen, dass die Unis daran schuld sind, weil in den meisten Universitäten, die ich mir mal so angeguckt habe, ist so, ja, praktisch so im ersten Semester werden die Studenten so ein bisschen vergrault mit so funktionaler Programmierung. Also ich habe zum Beispiel in meinem Uni-Schnupperkurs so ein bisschen Scheme gelernt. Und das ist halt immer so das erste Semester, da werden alle ins kalte Wasser geworfen, damit das so, ja, im Grunde alle auf dem gleichen Level anfangen. Und danach lernt man dann richtig programmieren, mit Java. Ja, und es wundert einen nicht, wenn man dann irgendwie dieses ganze FP-Zeug halt als akademisch anmutet. Das ist tatsächlich so eine der ersten Sachen, die bei uns in der Firma passieren, wenn jemand Neues gerade aus der Uni rausfällt und irgendwie bei uns im Büro landet. Wenn die dann irgendwie erfahren, dass da irgendwie so ein paar Leute bei uns irgendwie Applikationen mit Haskell entwickeln, dann gucken die erstmal so ein bisschen so wie, okay, ja, was macht ihr denn da? Das ist schon, man ist so ein bisschen stigmatisiert. So, wenn ich mal meine Firma rede, werde ich auch mal ein bisschen erklären, was wir eigentlich überhaupt machen. Also wir sind inzwischen so knapp 25 Leute. In den letzten 5 Jahren haben wir uns knapp verdoppelt. Ist halt immer noch ein relativ kleines Ding. Aber naja, in erster Linie machen wir halt Consulting. Jemand kommt halt zu uns hin und möchte halt Software haben. Und in den meisten Fällen sind das irgendwelche Web-, Mobile- oder Desktop-Applikationen, die von uns haben möchten. Und damals, als ich da hingekommen bin, war das halt primär PHP, JavaScript, C++, Java, also genau das, was ich gerade aufgelistet habe. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich mich da bei einigen Leuten sehr, sehr schnell sehr beliebt gemacht habe. Naja, und das war... Entschuldigung? Was weiß ich? GmbH, glaube ich. Was weiß ich? Also ich bin Entwickler. Ich habe keine Ahnung von Firmenstrukturen oder sowas. Ja, ist wegabstrahiert, genau. Das ist ein Lambda, kann man reinfügen. Je nachdem. Also über irgendwelche Firmenstrukturen, ich bin wirklich nur Entwickler. Also ich bin froh, wenn ich damit nichts zu tun habe. Da sitze ich immer wirklich so davor und höre dann statisches Rauschen. Ja, und halt irgendwann haben wir dann halt festgestellt, okay, dass diese Technologien in einigen Punkten einfach nicht gut skalieren. Das war einfach für einige Sachen, wenn die Applikation groß geworden, es war schwierig zu refactoren, es hat halt geknallt an Dingen, die eigentlich vorher wunderbar funktioniert haben, aber keiner wusste, warum sie dann knallen. Man hat dann sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken müssen. Und ich will auch gar nicht hier irgendwie die PHP- und JavaScript-Developer bashen. Ganz im Gegenteil, ich finde, diese Leute investieren unglaublich viel Energie und unglaublich viel Hirnschmalz, wirklich da Sachen rauszubekommen, die dann auch wirklich richtig gut laufen. Also das ist, denke ich mir manchmal so, ja, wenn die Leute ihre Energien auf andere Sachen fokussieren könnten, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und wir haben dann halt angefangen, mehr oder weniger zu sagen, okay gut, was benutzen wir denn einfach mal für andere Technologien? Was probieren wir dann aus? Und eine Technologie, die wir halt ausprobiert haben, unter anderem, war halt Scala. Ich muss auch sagen, Vorsicht hier, das ist jetzt wahrscheinlich einer der kontroverseren Slides. Und ich habe damals auch Scala sehr gepusht, weil ich fand das so, ich habe damals so diese zwei Programmiersprachen, so Haskell und Scala, kämpfen so ein bisschen um meine Zuneigung, welche ich davon jetzt am besten finde. Und ja gut, ich habe es hier schon ein bisschen verraten mit meinem T-Shirt, aber Scala hatte bei uns auf jeden Fall, es wirkte relativ interessant, weil wir halt dieses große Ökosystem JVM hatten. Aber wir haben dann halt auch gemerkt, dass es bei einigen Sachen doch ein bisschen problematisch für uns war. Zum Beispiel so Dinge wie SBT, also das Scala-Build-Tool. Ich nenne es Scala-Build-Tool, ich glaube, es heißt eigentlich Simple-Build-Tool, aber ich weigere es mich nicht mehr. Ich hatte mich damals nämlich immer geweigert, es Simple zu nennen, weil bei jeder Kleinigkeit, die wir irgendwie machen mussten, so ja, irgendwie so eine Stunde lang durch das Manual gewühlt haben, bis wir dann herausgefunden haben, wie man denn so ein Sub-Modul irgendwie einbindet oder so. Also es ist ziemlich mächtig, aber das ist dann auch irgendwie so ein bisschen das Problem gewesen. Also ich finde, Scala und das ganze Ökosystem ist sehr aufregend. Es passiert wahnsinnig viel. Man hat eine unglaublich mächtige Sprache, unglaublich mächtige Typsysteme und die Grammatik ist halt auch sehr, sehr flexibel, sagen wir es mal so. Also ich hatte halt sehr, sehr oft die Situation, dass halt Kollegen oder ich zu Kollegen ins Büro gekommen bin und dann sagte, warum kann ich denn hier diese Klammern weglassen? Also zum Beispiel so Sachen wie Autotoupling.
dass man tatsächlich so runde Klammern in bestimmten Fällen weglassen kann. Das ist ein sehr interessantes Feature, das ich durch Zufall entdeckt habe und dann mal auf Stack Overflow gefragt habe, was passiert denn eigentlich, wo ist das denn beschrieben? Und dann kam dann so von einem der Scala-C-Entwickler, ja, das ist nirgendwo wirklich beschrieben, das ist einfach da. Das hat dann nicht so wirklich für viel Vertrauen gesorgt, auch auf meiner Seite. Gut, auf jeden Fall gar nicht, um zu sagen, jetzt Scala um Himmels Willen nicht benutzen. Für JVM-Sachen ist es bei uns immer noch eine sehr gute Wahl. Also wenn wir irgendwas machen, was aufgrund Kundenwünschen halt irgendwie auf der JVM laufen muss, dann ist Scala auf jeden Fall bei uns eine der ersten Wahlen. So, was wir halt noch ausprobiert haben, war, dass halt dann irgendwie so die neue heiße Sache war irgendwie Node.js und JavaScript. Alleine das Argument so, ja, wir haben viele Frontend-Entwickler, also können die auch im Grunde jetzt mal Backend-Entwicklung machen. Und da ist dann auch relativ schnell aufgefallen, ja, nee, das ist ja eigentlich gar nicht so, weil der Style, den man doch in Node.js schreibt, ist sehr, sehr viel halt dieser Continuation-Parsing-Style. Ich gebe halt immer irgendwie so eine Continuation rein, die im Grunde dann beschreibt, was dann passiert, wenn das Ding fertig ist. Und man hat dann immer diesen, ich nenne das gerne XML-artigen Code, wo man dann wirklich so große Eindellungen hat. Das kann man alles natürlich ein bisschen aufräumen, aber das passiert dann gerne mal. Und was natürlich für uns relativ ausschlaggebend war, es war halt die Typsicherheit. Da war da nicht so wirklich viel von da. Ein anderes Experiment, was wir neulich mal gemacht haben, war auch Rust. Und die Sache ist, Rust ist für mich eigentlich eine relativ interessante Sache. Die Sache ist nur, es ist eine sehr low-levelige Sprache. Also viele Leute sagen immer so, ja, das Imperativ ist halt immer ein bisschen leichter als das Funktionale, also nehmen wir jetzt mal Rust. Und die Sache ist, ich habe ja gerade ein bisschen über Memory Management, automatisches und händisches gesprochen. Ich muss bei Rust das Memory Management hier halt immer noch händisch machen. Es hilft mir zwar, es sagt mir zwar, wenn ich einen Fehler habe, aber ich muss es immer noch in meinem Kopf als mentales Modell behalten. Wie sieht das jetzt aus? Ownership und Borrowing und wann gebe ich irgendwie Variablen hin und her? Das ist halt auch irgendwie eine Sache, die ich als Entwickler, wenn ich eine High-Level-Applikation machen möchte, ist das nicht unbedingt hilfreich für uns oder besser gesagt für mich und auch für einige andere von unseren Entwicklern. Und ich sehe halt Rust eher so dann in dem Punkt halt auch wirklich als etwas Low-Leveliges. Und das ist eins dieser Dinge, das eigentlich immer so ein bisschen als der Underdog galt, weil es halt das Obskurste war halt Haskell. Also das war dann halt immer irgendwie, das kannte man aus der Uni und das war dann ganz, ganz toll, um meine Liste zu reversen, aber um jetzt tatsächlich wirklich größere Applikationen zu schreiben, galt das Ganze doch dann als bisschen, ja, seltsam. Dennoch hat diese Sprache ein paar sehr, sehr interessante Features. Und das Wichtigste für mich ist eigentlich, dass Haskell relativ langweilig ist. Was meine ich damit? Also langweilig in dem Sinne, wir haben nicht so viel, worum wir uns Gedanken machen müssen. Wir haben da Typen, wir können neue Datentypen anlegen, wir haben Typeclasses, wir haben Funktionen und so großartig viel passiert da eigentlich. Also wenn ich jetzt eine Sprache habe, wo ich jetzt irgendwie so Dependent Types und was weiß ich und irgendwie Path-Dependent Types und Mix-Ins und Vererbungen und Subtyping und den ganzen Kram habe, da passiert schon relativ viel. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel die Mechaniken der Sprache verstehen, um nicht in irgendwelche bösen Gruben, die irgendwo versteckt sind, zu fallen. Und das Problem hat man bei Haskell tatsächlich nicht so, weil viel von dieser Komplexität, also gefühlt für mich, ich könnte da gerne widersprechen, wandert halt für mich eher in den Libraries drin. Also man lernt nicht unbedingt neue Sprachfeatures, sondern man lernt neue Libraries, die ein Problem lösen. Und das, finde ich, ist für mich einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Es ist nicht mehr dieses 50.000 neue Schlüsselwörter lernen. Ich komme aus dem C++-Bereich, wir finden das ganz toll. Also wir haben dicke Bücher mit vielen Schlüsselwörtern und vielen interessanten Sprachfeatures. Und das ist halt auch nicht unbedingt einfach immer zu lernen und die Übersicht zu behalten. Eine Sache, die bei uns ganz besonders hilfreich war, ist zum Beispiel das Thema Typinferenz. Und ich merke gerade auch im Moment so ein bisschen im akademischen Sektor sind die Leute also ein bisschen stinkig auf Typinferenz, weil das so ein bisschen angeblich so ein bisschen die Entwicklung aufhält. Man sagt immer, Milner's Coincidence ist so ein Ding. Das ist ja alles nur ein Zufall, dass das funktioniert. Und wenn wir richtig mächtige Typsysteme hätten, würde das gar nicht mehr gehen. Ich finde das ein bisschen schade und vor allen Dingen auch, es sind immer Bewegungen jetzt im Moment in den neueren Haskell-Standard halt auch, welche von diesen Language-Extensions reinzupacken, die Typinferenz schwieriger machen.
Und für mich ist, oder auch für uns an der Firma, Typinferenz hilft uns einfach mal so ein paar Minuten, also am Tag so ein paar Minuten Arbeit zu sparen. Ich schreibe halt ein komplexeres Programm hin, dann frage ich irgendwie meinen Compiler, was hat denn das für ein Typ? Und dann inferiert er mir einfach den generellsten Typen. Das sind dann irgendwie mal ein, zwei Minuten, die ich irgendwie so in der Stunde vielleicht im Zweifelsfall sparen kann. Und das addiert sich dann hoch in der Woche auf ganz guten, also eine große Menge an Zeit. Und das sind definitiv Sachen, die einfach wirklich helfen. Also wenn ich jetzt wieder so auf Scala zurückblicke, da muss ich halt manchmal wirklich wissen, womit ich da gerade direkt arbeite. Und das hält mich dann so ein bisschen auf. Und Language Extensions sind halt auch so ein Punkt. Das ist immer etwas, wo Leute sagen, so, Language Extensions, das sollte eigentlich alles so eher so in der Sprache drin sein. Und genau das sehe ich halt nicht, weil gerade diese Features, die unser System irgendwie mächtiger machen, ich kann entscheiden, wie weit ich gehen möchte. Ich kann entscheiden, wie viel ich aufgebe an Typinferenz, an Mächtigkeit, an Features vom Compiler. Und das ist für mich ein großer Vorteil. Darum, also Language Extensions sind auch ein riesig gutes Ding. Wer hat schon mal was von Typed Holes gehört? Kurz so, Show of Hands? Ja, so ein paar Leute. Für die, die es nicht gesehen haben, ich kann mal eben kurz hier mein Terminal anmachen. Das ist auch so ein Entwicklungsfeature, was ich halt total großartig finde. Wenn ich jetzt einfach mal eine Funktion definiere, so, die hat irgendwie ein Int und gibt ein Int zurück. Ich bin gerade ganz kreativ. Die nimmt so ein Parameter rein. Dann kann ich jetzt hier so einen Platzhalter hinpacken. Und jetzt habe ich praktisch einen Typfehler gebaut, der mir sagt, okay, ich habe hier ein Hole gefunden, hier dieser Underscore, da kommt etwas rein, das ist ein Int, und das hier sind die Sachen, die ich in meinem Scope habe. Also ich weiß, ich habe ein X, das ist vom Typen Int, also das Puzzleteil passt da gut hin. Und das ist tatsächlich etwas, was in der Entwicklung einfach großartig ist. Wenn ich ein komplexes Programm habe, können wir das einfach im Grunde wegpacken, und das hat für uns auch teilweise wirklich in der Entwicklung teilweise auch viele Minuten schon gespart, weil wir einfach sagen, okay, ich weiß nicht genau, was da hinkommt. Kurz irgendwie so ein Underscore hingepackt und bam, die Sache war erledigt. So. Das war dann so. Ich will noch kurz was über das Modulsystem sagen, weil bei uns in der Community auch immer ein bisschen so, man guckt immer nach ML und sagt, ach, die haben so ein tolles Modulsystem. Es ist einfach, aber wir haben eins. Ich habe mit genug Sprachen gearbeitet, die kein Modulsystem haben, und wir können einfach im Grunde wirklich auch Datenkapselung etc. und all diese Sachen machen, die auch wirklich auch vom Software-Modeling großartig hilfreich sind. Und bevor ich mich jetzt zu sehr irgendwie in Features von Haskell verrenne, Laziness ist halt auch so ein Ding. Da habe ich einen ganzen Talk drüber gemacht, da könnt ihr auf YouTube gucken, Working Hard to Keep Things Lazy. Das ist halt auch wirklich ein Design-Feature oder ein Design-Aspekt dieser Sprache, die uns halt stark geholfen hat, performante und gute Algorithmen zu schreiben. Und auch wiederverwendbaren Code vor allen Dingen. Ja. Das Wiederverwendbare ist hier tatsächlich primär. So, wenn man jetzt natürlich ankommt und dann mit so einer Sprache, die dann halt solche Features hat, irgendwie versucht loszulegen, dann ist das natürlich erstmal irgendwie so ein Stumbling-Block, weil niemand tatsächlich in der Firma das vorher irgendwie kannte. Zum Beispiel, also nicht richtig kannte. Man hat das so ein bisschen aus der Uni gesehen und man konnte halt so ein paar Sachen implementieren, aber tatsächlich richtig programmiert hat damit niemand vorher. Und wie versucht man jetzt irgendwie dieses Mindset dann in die Firma reinzubekommen? Und mein erster Gedanke war so, ja, Workshops. Workshops funktionieren ja immer, dachte ich mir. Und dann macht man da so ein, zwei Monate Workshops und ist man dann irgendwann mal Monotransformern angekommen, und da kommt aus der hintersten Ecke so ein bisschen die schüchterne Frage, so, was war nochmal ein Funktor? Und da hat man doch schon gemerkt, okay, irgendwas fehlt hier. Wir haben auch unter anderem auch eine Lesegruppe gehabt, wo wir Learn UI Haskell, das Buch, durchgearbeitet haben, um da ein bisschen mehr in die Sprache reinzukommen. Und wirklich gefruchtet haben davon die Sachen eigentlich nie wirklich. Was auch völlig logisch ist, weil wie will man sich Sachen merken, wenn man sie nicht einsetzt? Dann ist das alles irgendwas Obskures, Abstraktes, was irgendwie in der Ferne ist, was überhaupt nichts mit meiner Realität zu tun hat. Und man braucht Einsatz bei sowas. Und interessanterweise hat sich herausgestellt, auch mit der Wahl der Frameworks und der Libraries, die gemacht haben, das direkte Einsetzen ist tatsächlich einfacher, als vorher großartig Haskell zu lernen. Weil wir haben irgendwie angefangen, wir fangen so an, Haskell, Monaden und Funktor und Applicative und Monoiden, und das müssen wir erstmal alles verstehen, bevor wir jetzt irgendwie so eine einfache Web-Applikation irgendwie bauen können. Also das ist irgendwie so was anscheinend, was in vielen Köpfen drin ist.
Dabei ist Programmieren in Haskell nicht großartig anders als mit anderen Sprachen. Und das merkt man dann tatsächlich, wenn man es einsetzt und dann irgendwann später erst merkt, okay, gut, hier haben wir andere Features und wenn ich die besser verstanden habe, dann kann ich mich auch da weiterentwickeln. Und das ist halt auch besonders aufgefallen bei der Wahl der Frameworks. Ich habe ja gesagt, wir machen unter anderem relativ viel Webentwicklung bei uns und da ist dann die Entscheidung auf YesHot gefallen. Und das, ich weiß, dass das relativ kontrovers unter einigen Haskellern diskutiert wird, weil YesHot eine dieser Sprachen ist, die hat sehr, sehr viele von diesen Language Extensions an, es wird sehr, sehr viel mitgeliefert, sehr, sehr viel Magie, die allerdings dennoch ganz gut beschrieben ist. Ich nenne das Ganze gerne auch mal Haskell on Rails, weil wenn man sich Ruby on Rails anguckt, Ruby on Rails hat selber nicht so fürchterlich viel mehr mit Ruby zu tun, sondern ist tatsächlich so eine Welt für sich. Und genau das Gleiche ist im Grunde eigentlich bei YesHot so. Es ist, was ich besonders interessant fand, wenn ich Leute an Plain Haskell, an ein glattes Projekt dran gesetzt habe, haben die Leute schnell die Hände hochgeworfen und gesagt, oh, okay, ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Bei YesHot haben wir jemanden genommen, hingesetzt, das Buch in die Hand gedrückt, weil YesHot hat ein sehr, 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 sehr gutes Buch, was unter dieser Adresse zu erreichen ist, das Buch in die Hand gedrückt und eine Woche später hat mir jemand dann eine Web-Applikation in die Hand gedrückt. Also irgendwas war da. Und man hatte auch mehr oder weniger so eine vertraute Umgebung. Man hat ein Scaffolding, wo, wenn ich jetzt irgendwie zu einem Arbeitskollegen hingehe und sage, hier, check mal das Projekt aus und guck dir mal folgenden Händler an, der weiß sofort, wo er gucken muss. Oder sie. Das ist halt sofort irgendwie, das ist halt sofort klar, weil wir haben einfach einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können und die Kommunikation ist darauf viel, viel einfacher. Das ist einfach mehr oder weniger eine Konvention. Wir haben auch gemerkt, gerade so, was viele Leute, die halt aus dem PHP-Umfeld kamen, die haben halt gesagt, okay, ich kann hier einfach eine Änderung machen, dann klicke ich auf Reload und dann sehe ich das. Und genau das wollen wir. Und dann haben wir im Grunde YesHot Bin genommen. Also das ist halt das Tool, was es dabei gibt. Können wir einfach YesHot Bin starten, ändern was am File und wir haben sehr, sehr schnell einen Turnaround. Sofort sehen wir praktisch die Änderungen. Und das hat auch in dem Fall auch wieder die Entwicklung ein bisschen verschnellert. Für andere Sachen, wo wir jetzt kein so ein full-blown Framework genommen haben, haben wir uns mehr so auf Sachen wie Scotty. Das ist eher so, Sinatra sagt irgendjemandem was, ich denke schon, ich sehe ein paar Köpfe nicken, ein paar Hände hochgehen. Also ich kann, das haben wir im Grunde jetzt, oder zumindest bei mir ist das so ein Ersatz geworden für so ein Express.js. Ich kann halt sehr, sehr schnell so einen JSON REST Server einfach mal kurz aus dem Boden stampfen. Das ist halt eine Sache von ein paar Minuten. Und das ist halt auch irgendwie so ein Tool, was da kommt. Speaking of Tools, welches Tooling gab es da bei uns? Also das ist ja auch jetzt so ein bisschen die kontroverse Sache. Ich weiß nicht, wie viele Leute in der Haskell-Community unterwegs sind. Es gibt ja diese Grabenkämpfe zwischen Kabal und Stack. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, aber lasst es bitte, das ist fürchterlich. Können wir uns nicht einfach darauf einigen, Software zu schreiben? Und bei uns hat tatsächlich, wir haben natürlich am Anfang, weil das jetzt seit ein paar Jahren dabei war, da war Stack noch halt relativ frisch, haben wir natürlich Kabal verwendet, also Kabal Install. Und Sandboxes, da haben wir uns auch sehr gefreut, weil wir dann die Projekte mal vernünftig isolieren konnten voneinander. Aber im Endeffekt, als wir dann auf Stack umgestiegen sind, sind unsere Bildzeiten runter in den Keller. Es war also positiv, sie sind weniger geworden, nicht schlimmer. Also im Gegensatz zu vorher, wo wir dann irgendwie, wenn wir mal so ein YesHot-Projekt hatten, irgendwie so 45 Minuten am Compilen war auf unserer Arbeitsmaschine, war das jetzt einfach nur noch eine Sache, neu aufsetzen, bam, der Snapshot ist ja schon da, wir können Sachen untereinander sharen. Und das hat für uns einfach einen riesen, riesen Unterschied gemacht. Es ist auch total einfach, das auf einem anderen System aufzusetzen. Ich kann einfach zu meinem Kollegen auf, irgendwie nebenan gehen, der irgendwie seinen Mac hat, es sei denn, es ist jetzt gerade Sierra, weil sie sich irgendwie entschieden haben, ab Sierra irgendwie das, User Space irgendwie kaputt zu machen und alles ab GHC8 abwärts läuft nicht mehr. Was halt ein bisschen schade ist, aber naja, gut, wir sind jetzt auch auf GHC8, insofern das Problem ist gebannt. Aber ich gehe einfach dahin, sag kurz, installiere mal kurz Stack, sag Stack Setup, build das Projekt und die Sache ist erledigt. Das sind auch wiederum Dinge, die bei uns die Sache halt stark vereinfacht haben, weil jetzt nicht mehr irgendwie diesen großen Aufsetzprozess, ich gehe mal. Nimm mal die Haskell-Plattform oder nimm irgendwie dies und das und jenes. Das ist einfach eine Sache, die sich bei uns jetzt total halt vereinfacht hat. Your mileage may vary.
Das mit den reproduzierbaren Builds war auch eine schöne Sache. Wir haben nämlich vorher halt, als wir damit Kabal Install gearbeitet haben und dann irgendwie nicht so ganz sauber vielleicht mit unseren Versionsnummern waren, schiebt man das Ding dann irgendwie auf den Server hoch und was gerade bei mir noch lokal funktioniert hat, läuft dann auf einmal nicht auf dem Build-Server, weil man irgendwie die Versionsnummer nicht richtig gesetzt hat. Sind auch irgendwie so Dinge, die nicht unbedingt gerade für Frohsinn sorgen. Also zumindest bei mir nicht, war halt teilweise auch nicht so schön. Und das sind auch Dinge, die weggegangen sind, weil ich jetzt halt im Grunde ein Environment habe, wo ich alle Versionen gefinnt habe und sagen kann, okay, das baut alles miteinander. Und ich bin nicht auf einmal, werde nicht auf einmal von einem Compile-Fehler irgendwie überrascht, der mittendrin irgendwie passiert und sagt, ja, diese Library hat sich in den letzten 3 Monaten geändert. Das kann sehr unerfreulich werden. Und genauso wie das hier Sort Bin, mit diesem Continuous Build, dass ich jetzt ändere was, kann ich einfach im Grunde bei Stack im Grunde sagen, okay, gut, folgende Sachen kann ich ansetzen und dann läuft das ganze Ding durch. Ich glaube, zu Hugel und GACI muss ich nicht großartig viel sagen. Hugel ist einfach diese Suchmaschine, wo ich im Grunde einen Typen reinwerfen kann und mir dann im Grunde gesagt wird, okay, gut, folgende Funktionen gibt es, diese Typsignatur implementieren. Das kann auch, also kann so ein Type-Hole irgendwo hinsetzen, sage ich, brauche was folgenden Typen da und auf einmal, bam, habe ich diese Sache da und kann sagen, okay, gut, diese Funktionen, die passen da rein, gucke ich mal die Doku davon an und gucke, ob das Ganze für mich irgendwie funktioniert und mein Problem löst. Und halt, dann kann ich das Ganze auch gleich in GACI ausprobieren. Unsere Deploy-Umgebung ist auch relativ spartanisch, da ist einfach nur ein Jenkins, da haben wir halt unsere Deploy-Branches drauf. Das schieben wir dann was hin, dann wird dann halt auf der Ecke Stack angeworfen und das ist halt die Sache mit den reproduzierbaren Builds, was halt ganz schön ist, weil ich kann mir relativ sicher sein, dass wenn ich da irgendwo was hochschiebe, es baut und dann wird das Binary darüber kopiert und die Sache ist erledigt. Also wir haben keinen großartigen, komplexen Deploy-Prozess an der Sache. So. Eine so der ersten Fragen, die mir gestellt wurden, als wir dann angefangen haben, so als ich dann irgendwie gesagt habe, so, lass uns doch mal Haskell ausprobieren, war so IDEs. Ja, gut, ich gebe zu, es ist ein wenig spartanisch. Ich weiß nicht, ob man irgendwie an meinen Slides erkennen kann, was ich favorisiere. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen, also wir haben tatsächlich jetzt die meisten Leute, die jetzt bei uns irgendwie mit Haskell entwickeln, nehmen im Grunde einfach einen Standard-Texteditor. Und kann sein, dass das irgendwie mit einer IDE besser ist. Ich gebe zu, dass ich persönlich nicht so das Verlangen nach einer IDE habe. Da mag natürlich auch wieder, wie gesagt, das ist halt so meine Erfahrung hier, eure mag komplett anders sein. Aber unsere Erfahrung war im Grunde halt mit einem simplen Texteditor kommen wir auch sehr, sehr schnell raus. Also wir haben teilweise wirklich sehr, sehr große Projekte, die jetzt inzwischen sogar in Haskell umgesetzt werden, wo wir wirklich teilweise stark vor Schedule ankommen. Also was halt vorher wirklich nicht so gegeben haben. Weil da wurde es halt so gegen Ende eher stressig und jetzt bei einem sehr, sehr großen Projekt, was wir haben, bei einem sehr großen Kunden, ist es im Grunde, ja, okay, gut, die Deadline wurde jetzt auch noch nach hinten verschoben. Ist halt eine schöne Sache. Solche Sachen. So, Typen alleine. Ich habe ja gerade auch ein bisschen von so Typsicherheit und etc. hilft natürlich nicht unbedingt immer. Was wenden wir halt so für unter anderem für Testing bei uns an? Und QuickCheck ist halt so ein großartiges Ding. Der John Hughes hat ja heute Morgen auch nochmal kurz über QuickCheck gesprochen und das hat bei uns auch wirklich tatsächlich ganz viel geändert. Also dass wir tatsächlich dieser Satz heute Morgen, dass Algebra ein guter Lackmustest ist für ein Design, hat sich bei uns tatsächlich genau in der Form auch mal manifestiert, als wir im Grunde einmal wirklich ein komplexeres Rechtesystem entwickeln sollten, haben wir dann im Grunde einfach Algebra da drauf geworfen und das Ganze dann spezifiziert und im Grunde dann halt QuickCheck drauf geworfen, weil sobald wir dann nämlich angefangen haben, eher so etwas in diesem algebraischen Background dieser Sache so zu modellieren, man hat automatisch eine Test-Suite. Wenn ich weiß, das ist ein Monoid, dann weiß ich, welche Laws das Ding erfüllen muss. Dann weiß ich schon mal eine Handvoll Tests, die ich schreiben kann und habe dann gleich irgendwie schon mal irgendwie ein paar, also pro Property generiert ja QuickCheck gerne mal irgendwie so 100 Tests, so in der Voreinstellung und schon haben wir irgendwie, ja, kommt doch mal, wie man zählt, ein paar hundert Tests. Aber das hat wirklich wahnsinnig viel geholfen, weil ich weiß nicht, der Lars hat ja heute auch einen QuickCheck-Workshop gemacht und hat dann so
Kann ich das hier schon, ja, ist das schon vorbei oder? Ja, okay. Du hast ja dieses SMS-Beispiel gezeigt, wo du mehr oder weniger dann halt gezeigt hast, ja, die Spezifikation ist ja kaputt. Und genau sowas haben wir dann teilweise auch mit QuickCheck gefunden. Wir haben das Ganze dann in QuickCheck-Properties reingesteppt und auf einmal stellen wir fest, okay, gut, die Spezifikation war jetzt vielleicht nicht gut und nochmal zurück halt ans Reißbrett gegangen und haben das halt umgebaut. Und siehe da, wir haben sehr, sehr viele Bugs schon a priori gefunden und ja, die Sache läuft jetzt mehr oder weniger direkt nach Deploy ohne Probleme, obwohl es nicht unbedingt das Einfachste war, das aufzusetzen. Wem sagt DocTest was? DocTest ist so ein, ich sehe schon, Franz' Hand geht sofort hoch. DocTest ist auch so für mich so ein Tool, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ich kann mal eben kurz hier gucken, kurz mal in den Terminal rein, Semantics. Das war so ein kleines Toy-Projekt von mir. ISRC, Entschuldigung. So. Und ich kann jetzt hier praktisch in meine Kommentare Properties reinpacken. Und die kann ich dann auch wiederum testen. Ich kann gleich irgendwie mal DocTest darüber werfen und dann scannt er meinen File und sieht halt diese Properties innerhalb meiner Dokumentation und führt den automatisch aus. Das heißt, ich kann maschinengestützt meine Dokumentation testen. Das hat uns auch in einigen Punkten schon irgendwo, also gerade bei diesem Beispiel, was ich gesagt habe, wir konnten im Grunde unsere Dokumentation Maschinen testen, was auch ein großer Vorteil war. Dass wir halt praktisch mehr oder weniger die Doku gleichzeitig als Test hatten. Also das ist ein Tool, wenn ihr irgendwie Haskell verwendet, kann ich euch das echt nur ans Herz legen, euch mal DocTest anzugucken. Ich kann jetzt mal exec DocTest, so, jetzt läuft er da drüber, jetzt hat er meine Tests gefunden und das Ganze ausgeführt und es funktioniert. Das ist auch eine Sache, die bei uns im Testing ebenfalls ausgebracht hat. Als Test-Framework verwenden wir Tasty. Das ist im Grunde eine Möglichkeit, die ganzen Sachen schön irgendwie aneinander zu binden. Also ich kann halt praktisch meine Test-Suite nehmen, ich kann da meine Quick-Check-Properties reinpacken, meine Unit-Tests und alles unter einem schönen Mäntelchen vereinen. Und dann sage ich einfach Stack-Test und dann läuft das und dann darf ich es nicht deployen, weil irgendwas rot ist. Das passiert halt auch den ganzen Tag. Aber das sind halt alles Sachen, die bei uns gar nicht mehr erst aufschlagen. Und zumindest nicht in Produktion. Eine sehr schöne Sache. So, ich komme auch langsam jetzt zum Ende. Ich habe dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Aber wie hat sich jetzt die Sprachlandschaft, nachdem wir jetzt angefangen haben, mehr oder weniger mehr in Richtung funktionale Programmierung zu bewegen? Weil ja, die Industrie ist widerspenstig. Aber es ist halt, großteils machen wir immer noch PHP. Aber zumindest gerade diese Effekte, die wir gezeigt haben bei unseren Projekten, dass Typsicherheit etwas ist, was wir nicht unbedingt ignorieren sollten. Primär ist eigentlich fast so ziemlich alles an neuen JavaScript-Projekten ist rübergegangen nach TypeScript. Da hast du ja heute auch drüber gesprochen. TypeScript ist im Grunde ein sehr dünner Layer, den ich oben drüber legen kann und auf einmal habe ich irgendwie mein Code irgendwie typcheckt. Also das alleine, dass wir den Schritt gemacht haben in die Richtung, kommt halt daher, weil wir viel mehr mit statisch typisierten Sprachen gearbeitet haben und wir festgestellt haben, vielleicht brauchen wir da auch ein bisschen mehr am Frontend. Also wenn es nicht unbedingt jetzt von der Veränderung, die ihr in der Firma irgendwie herbeiführen wollt, ihr wollt jetzt gerne mal irgendwie, sagen wir mal, eher in Richtung Haskell gehen, aber ihr werdet auf jeden Fall Effekte erzielen, dass sich Sachen irgendwie ändern, Leute sagen, okay gut, wir brauchen mehr statische Typen, weil wir haben festgestellt, dass das bei diesen Haskell-Projekten ja ganz gut funktioniert. Inzwischen haben wir halt seit mehr als 3 Jahren dauerhaft Haskell-Projekte, also wirklich den ganzen Tag. Haben wir halt wirklich ein paar Leute, die wirklich dauerhaft mit Haskell sich befassen und da Projekte umsetzen für inzwischen 4 unterschiedliche Kunden. Das ist also nicht nur ein Kunde, der bei uns ankommt und irgendwie sagt, so okay, das möchte ich jetzt gerne in der und der Technologie umgesetzt haben. Und insgesamt, also von den 25 Leuten, die wir um den Raum sind, sind inzwischen 5 Leute Haskler geworden. Also wir haben keine neuen Haskler irgendwo angeworben, sondern wir haben sie uns, wenn ihr so wollt, selbst gezüchtet. Das ist auch tatsächlich eine Herangehensweise, die ich immer mal wieder von Kollegen höre, die selber irgendwie FP in der Firma etabliert haben. Es ist halt einfach,
einfach Herr manchmal, sich neue Leute nicht neue Leute heranzuholen, sondern die halt zu nehmen, die man schon hat, und im Grunde dann umzutrainieren oder was weiß ich, irgendwie den Leuten das irgendwie schmackhaft zu machen. Ja, ich glaube, ich bin mit meiner Zeit ganz gut durchgekommen. Es war ja im Grunde auch mehr oder weniger ich irgendwie nur, ja, mehr am Ranten. Ich hoffe, es war nicht zu rantig. Und möchte mich erstmal bei euch bedanken. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwie, die ihr jetzt nicht hier on camera stellen wollt, könnt ihr gerne irgendwie mich im Nachhinein ansprechen. Oder wenn ihr heute Abend noch irgendwie beim Dinner seid, ich quatsche immer gerne, merkt man ja. Bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen. In einigen Fällen war das so. In anderen Fällen bin ich so ein bisschen mehr mit Grace Hopper gegangen, so von wegen ist es einfacher, um Vergebung zu fragen, als um Erlaubnis. Zum Beispiel haben wir ein kritisches Projekt, das war dann halt, sollte erst in TypeScript, weil das halt für eine Node.js-Plattform war. Und es hat sich halt herausgestellt, das war sehr, 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 sehr schwierig umzusetzen in TypeScript, weil mir halt bestimmte Sachen, unter anderem QuickCheck, eine vernünftige QuickCheck-Implementation hat mir gefehlt. Den Prototypen habe ich dann erstmal in Haskell implementiert und dann stellte sich heraus, dass die TypeScript-Umsetzung nicht großartig einfach war und wo ich dann alleine schon da eine Woche dran gesessen habe für die Portierung und dann habe ich dann irgendwie gesagt, okay, ich sitze jetzt irgendwie seit einer Woche hier dran und das Ganze ist noch nicht wirklich zufriedenstellend und dann habe ich das Ganze einfach mal in 3 Tagen neu in PureScript implementiert und das ist dann tatsächlich, hat dann Chef gesehen und gesagt, ist robust, ist gut, nehmbar. Und das ist jetzt natürlich nicht unbedingt immer eine Herangehensweise. Also es geht in so einer kleinen Firma, wo alle so per Du sind und irgendwie der Chef irgendwie ein Büro drüben ist und man sich mal kurz irgendwie auf einen Kaffee in der Küche trefft, kann man das wohl, glaube ich, so machen, wenn man da ein gutes Verhältnis hat. Und das ist bei uns glücklicherweise so. Aber bei einigen Sachen war es dann halt auch, ich habe zum Beispiel Tech Talks gegeben, wo ich dann im Grunde gesagt habe, okay, gut, das hier sind Fehlerklassen mit den Technologien, wie wir sie im Moment einsetzen. Und hier in meiner Elfenbeinturmwelt passieren die gar nicht mehr. Ja, genau. Also wir haben halt so einen Slot, wo wir selber dann halt auch irgendwie, wenn wir irgendwas haben, was uns total am Herzen liegt, können wir irgendwie sagen, Leute, ich möchte nächste Woche mal irgendwie eine Stunde eurer Zeit verschwenden und irgendwie einen Talk geben. Dann ist das bei uns möglich. Und das hat dann halt teilweise auch dazu geführt, dass da halt so ein bisschen mehr Interesse dann kam. Auch jetzt inzwischen aus der Chefetage. Also einer meiner Chefs ist jetzt teilweise, sitzt der dann bei mir im Büro und sagt, oh, ist das toll, das sind alles hier so, ich das Typecheck gar nicht, wenn ich das falsch mache, das ist voll super. Und das, ich dachte, ja, hat ja nur 5 Jahre gedauert, danke. Nein, aber das ist, ich verstehe das, wenn Firmen da skeptisch sind, weil man kann jetzt nicht irgendwie jede Woche anfangen und irgendwie eine neue Sau durchs Dorf treiben, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf. Da muss man echt schon vorsichtig sein mit der Entscheidung und da hat es auch vielleicht ein bisschen geholfen, dass die Chefetage mir da ein bisschen vertraut hat und gesagt hat, ja, okay, gut, du weißt du, hoffentlich, wovon du redest. Und mir da ein bisschen ja, Vertrauen in ihn gemacht hat. Beantwortet das deine Frage? Okay. Ja. Ich habe ein bisschen den Eindruck bekommen, es gäbe es keine gute Gründe, eine andere Sprache zu verwenden. Okay, gut. Das okay. Okay, also auch wieder meine persönliche Erfahrung, ich würde es nicht für etwas nehmen im Embedded-Bereich. Ich weiß, einige Leute nehmen das, die bauen dann so eine EDSL, die dann im Grunde Maschinencode für irgendwelche Embedded-Systeme generiert. Würde ich persönlich nicht machen. Alles, was irgendwo eine Garbage Collection oder sowas nicht haben darf. Zum Beispiel irgendwie, wenn jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwo kryptografischen Code, wo du irgendwie sagen könntest, oh, da könnte ich jetzt irgendwelche Side-Channels oder sowas generieren, wo ich halt sehr genau wissen muss, was, wie, wo passiert, wann und wie lange es dauert, solche Sachen. Da würde ich persönlich sagen, nein, auf keinen Fall.
Und da sind dann so Sachen wie Rust meines Erachtens eine bessere Wahl. Also es ist, ich persönlich bin nicht der Meinung, dass es eine Sprache gibt, die alle Probleme löst. Das ist leider auch immer so eine Sache, man kommt in eine neue Sprache raus und ich habe jetzt irgendwie Web-Frameworks in Rust gesehen. Für eine Low-Level-Sprache finde ich das jetzt irgendwie ein wenig, ja, gut. Wer das machen möchte, kann das gerne tun, aber also das ist im Grunde eigentlich meine Erfahrung, die ich da gemacht habe. So bestimmte Sachen, wo man wirklich harte Garantien, besonders bezüglich Zeit haben muss, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber da werden mir bestimmt Leute widersprechen. Ist das ungefähr? Ja, oh, wenn du noch einen Follow-up hast. Ja, sehe ich absolut so. Sehe ich absolut so. Also so Sachen, ich war jetzt leider nicht bei Franz, der heute ja, glaube ich, über Turtle geredet hat, im Grunde, wo Shell Scripting im Grunde dann halt auch drüber gemacht wird. Was ich mir gut vorstellen könnte, weil wenn man mal so ein größeres Shell-Script geschrieben hat, weiß man, was Schmerzen sind. Also das finde ich persönlich das geht so für mich in Dantes siebten Kreis der Hölle. Also das ist sehr, sehr stressig. Also weiß ich nicht, ob das da vielleicht was Hilfreiches ist. Also jetzt habe ich hoffentlich besser beantwortet. Okay, vielleicht können wir später nochmal reden, wenn du mehr hast. So, ja. Das heißt, eine Frage haben wir noch. Wenn wir noch eine haben. Oh, da ist noch eine. Lars. Zur Größe kommt es halt immer sehr darauf an. Das sind sicherlich in einigen Fällen mehrere 10.000 Zeilen, was halt nicht unbedingt groß ist. Wir haben zum Beispiel auch Codebasen im Bereich C++, die mehrere 100.000 sind, aber einfach nur, weil man so viel schreiben muss. Es ist schwierig, da jetzt eine Ratio zu finden, die jetzt irgendwie da hilfreich ist. Aber wenn wir halt irgendwie mehrere 10.000 Zeilen haben, ist das schon eine ganze Menge um den Dreh rum ist. Updaten ist gar nicht so dramatisch, also vor allen Dingen mit Stack. Da zieht man dann einfach mehr oder weniger die LTS-Version hoch, dann shepherds, man sagt da die, an welchen Stellen er jetzt ein Problem hat. Und dann im Zweifel, also in den meisten Fällen, bis jetzt waren es immer relativ schmerzfreie Anpassungen. Das kann sich sicherlich irgendwann nochmal ändern, aber selbst der relativ große Sprung von 7.8 auf 7.10, das Burning Bridges Proposal, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo halt, da wurde sehr, sehr viel in der Standard-Library geändert, war im Grunde einfach nur Versionsbomb compilen, fertig. Und dann hatten wir auf einmal ein paar mehr Warnings, weil im Grunde gesagt wurde, ja gut, Control Applicative brauchst du jetzt nicht mehr importieren. Das war eigentlich alles, was sich bei dem Sprung geändert hat. Und das war, da haben wir uns ein bisschen vorgegruselt. Also das war wirklich so, oh je, viele Sachen ändern sich, wird unser Code danach noch laufen? Und das war völlig schmerzfrei. Da Changelogs für mich ein bisschen unter Dokumentation fallen, ja, da haben wir doch ein bisschen ein Problem in der Community. Also einfach nur so eine Typsignatur ist dann in den meisten Fällen dann doch nicht ausreichend. Aber naja, da gebe ich dir völlig recht. Also Changelogs wären manchmal schön, Dokumentation auch. Also hint, hint. Wäre super. Würde mich auch interessieren. Ja. Das wäre cool. Das wäre großartig. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ne? Vielen Dank. Ja, vielen Dank.